Eine tolle Ritterburg und FCA-Profi Jan-Ingvar Carlsen Bracker ist heute der edle Burgritter. Das Volk steht Schlange, geduldig und lange. Alle wollen zu ihm. Doch der Fußballprofi meistert auch diese Aufgabe und freut sich über so viel Andrang für ein Autogramm. Ja, hat natürlich total viel Spaß gemacht, heute hier hinzukommen. Ist ja auch ein schöner Park und natürlich freut man sich dann auch, wenn sich die Kinder sehr freuen und einen anstrahlen und auch, ja, doch auch ein bisschen, also etwas länger in der Schlange stehen, nur um extra hier hinzukommen, um im Legoland ein Autogramm von mir zu bekommen. Von daher war das ja, sehr schön. Beim großen Fußballtag im Legoland in Günzburg sind ganz viele Fußballfans dabei. Auch wenn sie noch klein und jung sind, sie sind auf jeden Fall ganz große FC Augsburg-Fans. Ich finde halt den FCA toll und deswegen bin ich auch FCA-Fan und ich bin ja in Augsburg geboren. Das ist mein Lieblingsverein, die spielen sehr gut und ich kenne da halt ganz viele von den Spielern. Ich mag FC Augsburg, weil da Marvin Hitz spielt und weil die ganze Mannschaft einfach super ist. Ich bin FC Augsburg-Fan, weil es pure Fußballliebe ist. Ich mag den FC Augsburg, weil die Spieler alle toll sind und mein Lieblingsspieler ist Jan-Ingvar Carlsen Bracker. Na, das trifft sich ja gut. Einmal Jan-Ingvar Carlsen Bracker hautnah und live erleben. Ein super Erlebnis für diese FCA-Fans. So viel Fußballbegeisterung beeindruckt sogar den hartgesottenen Profi. Das sind die Fans von morgen und das finden wir natürlich super. Ist egal, welche Aktionen wir machen für die Kinder. Die machen immer total viel Spaß, ob es die Treffen mit dem Kids Club sind oder ob wir am ersten Schultag in die Schulen gehen oder jetzt hier heute sind. Von daher wissen wir, dass die Kinder und die Jugendlichen und die Begeisterung sehr wichtig ist und dass man in dem jungen Alter die noch sozusagen gut erreichen kann. Und ja, man kriegt dann auch eine Menge zurück. Spiel und Spaß im Legoland und Autogramme im Akkord. Für die kleinen FCA-Fans war das ein ganz großer Tag.